Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen am Stand von Klärwerk Finsterwalde. Mein Name ist Michael Schlick, ich bin tätig bei Klärwerk Finsterwalde im Bereich Forschung und Entwicklung. Und es ist mir eine Freude und meine Aufgabe, in den nächsten 10 Minuten Ihnen die Messeneuheiten von Klärwerk Finsterwalde im Bereich vom Plasmaschneiden vorzustellen. Sehr geehrte Damen und Herren, das Motto dieser Messe in diesem Jahr ist am Puls der Digitalisierung. Es geht um die digitale Revolution im Bereich der Blechverarbeitung. Und am Stand von Klärwerk Finsterwalde heißt das natürlich Plasmaschneiden 4.0, die digitale Revolution im Bereich des Plasmaschneidens. Das ist eine Revolution, die natürlich ganz viel mit Bits und Bytes zu tun hat, aber nicht nur. Sondern wir kombinieren diese Revolution mit konventioneller Prozessentwicklung, für die Klärwerk seit Jahren steht, für innovative Produkte und natürlich mit der Entwicklung einer neuen digitalisierten Stromquelle bzw. eines digitalisierten Plasmaschneidprozesses. Im Zentrum unserer Entwicklung stehen nach wie vor natürlich unsere Kunden, die Betreiber von Plasmaschneidanlagen, die Kollegen von Ihnen, die im Bereich der Arbeitsvorbereitung arbeiten, bis hin zu den Leuten, die natürlich an den Maschinen stehen, die Bediener. Und unsere Aufgabe und unser Ziel ist es natürlich, Ihnen das perfekte Werkzeug für das Plasmaschneiden zur Verfügung zu stellen. Das tun wir seit Jahren. Wir stehen hierbei für eine überragende Qualität im Bereich für Edelstahl und Aluminium, aber natürlich seit über 10 Jahren auch für eine sehr, sehr hohe Qualität im Bereich vom Baustahl, insbesondere mit der Konturplatt-Technologie beim Schneiden von Löchern und engen Konturen. Wir stehen für eine sehr, sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und sind wir im hochqualitativen Bereich der Benchmark für Plasma-Schnittgeschwindigkeit. Und die Frage ist natürlich, was will man da besser machen, was will man da entwickeln? Und da muss man natürlich ein bisschen dahinschauen, was denn der Preis war für die Entwicklung von hoher Qualität und Präzision. Das war ein sehr, sehr steifer, hochfokussierter Plasmastrahl. Dieser energiereiche Plasmastrahl war und ist natürlich auch ein bisschen verbunden mit hohen Lärmemissionen, die dieser Plasmastrahl und dieser Plasmaprozess erzeugt. Und genau an dieser Stelle setzen wir an mit unserer neuen Silent-Cut-Technologie. Mit der Silent-Cut-Technologie greifen wir genau dort an. Ich habe das hier mal visualisiert und dargestellt. Aktuell ist es so, dass wir beim Plasmaschneiden von Baustahl mit der Konturcut-Technologie, das steht CC, in einem Emissionsbereich von 105 dBA sind. 105 dB, Sie sehen das auf der rechten Seite, wir sind dort ungefähr in diesem Bereich zwischen einem Düsencheck und einem Rennwagen. Das ist natürlich schon laut und für die Leute, die an der Maschine stehen, aber auch die, die in der kompletten Halle arbeiten und ganz andere Tätigkeiten ausführen und das zum Teil ohne Gehörschutz, das ist natürlich eine Belastung und da haben wir mit Silent Cut eine ganz neue Möglichkeit, diese Lärmemission um bis zu 15 dB zu senken. Es klingt 15 dB nicht wirklich viel. Aber man muss wissen, dass Dezibel eine logarithmische Größe ist und 10 Dezibel Reduzierung der Lärmemission bedeutet schon eine Halbierung des empfundenen Lautstärke, eine Halbierung des Schalldruckes, was auf uns geboren wird. Und dann lässt sich natürlich 15 dBA ganz anders interpretieren. Aber ich will Sie gar nicht mit Zahlen langweilen, ich möchte Ihnen das einfach vorführen. An meiner Seite stehen meine Kollegen an der Plasmaschneidanlage. Wir haben an der High Focus haben wir 2 Plasmabrenner adaptiert. Wir schneiden jetzt zuerst in der konventionellen Technologie in Contour Cut und danach machen wir einen Schnitt mit der Silent Cut Technologie, um Ihnen das auch ganz konkret vorzuführen. Wir schneiden 10 mm Baustahl mit 130 Ampere. Zunächst, wie gesagt, Contour Cut. Gehen Sie ruhig einen kleinen Schritt zurück, bitte, beim Einstechen, das kann ich unterstützen. So. Und das, was Sie jetzt hier hören, ist 105 Dezibel. Und das, was Sie hören, ist vor allen Dingen eine Frequenz, die uns nicht gefällt. Das ist ungefähr 5000 Hertz. Das ist unser Gehör besonders empfindlich. Das ist der Bereich, in dem unsere Frauen mit uns sprechen. Da hören wir besonders gut. Und das ist der Bereich, der über den ganzen Tag wirklich auch ärgerlich wirkt. Und wenn Sie jetzt hören, wie der Silent-Cut-Schnitt sich anhört, dann werden Sie einen deutlichen Unterschied feststellen. Das hören Sie schon ein ganz klein wenig beim Einstechen. Das passiert jetzt gleich. Aber insbesondere nach dem Einstechen werden Sie hören, wie die Lärmemission nochmal deutlich nach unten geht. Sehr geehrte Damen und Herren, das klingt wie eine Gaspistole, wenn man Teile oder Maschinen ausbläst. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Das merken Sie an der Maschine und das merken Sie natürlich auch im kompletten Umfeld. Denn viele von Ihren Kollegen laufen durch Ihre Halle ohne Gehörschutz.
Sehr geehrte Damen und Herren, die Schnittgeschwindigkeit entspricht dabei der Schnittgeschwindigkeit von ContourCut Speed. Und schauen Sie sich die Teile bitte an, schauen Sie sich an, das ist eine Qualität, die wirklich ganz nah an ContourCut ist. Das heißt, Silentcut ermöglicht Ihnen eine deutliche Reduzierung der Lärmemission bei hoher Qualität und hoher Schnittgeschwindigkeit. Was brauchen Sie dafür? Sie brauchen dafür zum einen eine patentierte neue Düse, die wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung stellen und Sie sehr gerne damit beliefern. Sie brauchen eine neue Schneidtabelle, die wir Ihnen gerne installieren. Und dann haben Sie an Ihrer Maschine die Wahl. Sie können ganz normal Ihre bisherigen Prozesse laufen mit den Standarddaten und mit den Standarddüsen oder Sie setzen als Verschleißteile die neue Düse ein, wählen den neuen Datensatz aus. Sie können jederzeit wählen zwischen ContourCut, SilentCut und ContourCut Speed. Da haben Sie jede Möglichkeit. Diese Technologie ist seit September diesen Jahres für die Smartphone-Baureihe verfügbar. Da können Sie das heute schon einsetzen. Auf der Messe haben wir heute, ich habe es erzählt, mit iFocus geschnitten. Und iFocus heißt für Sie, Sie können das ab Ende des Jahres auch mit der High-Focus-Technologie anwenden. Sie können auch dann die neuen Schneiddaten von Telwerk bekommen und auch die Düsen, um Ihre Bestandsanlage mit der neuen Technologie nachzurüsten und auszurüsten und in Ihrer Produktion davon zu profitieren. Neu natürlich ist, dass wir diese Technologie auch bei unserer neuen Stromquelle anbieten werden. Die steht an meiner linken Seite. Das ist die Q. Die Q ist schon alleine vom Namen her eine Revolution für Telwerk. Bisher hießen unsere Stromquellen Bifocus, Highfocus oder Smartfocus. Mit Q gehen wir einen neuen Weg. Einen neuen Weg auch im Design. Und es ist ein neuer Weg hinsichtlich Prozess und vor allem in der Digitalisierung. Hinsichtlich Prozess werden wir leiser schneiden. Wir werden insbesondere im hohen Stromstärkebereich schneller schneiden. Und wir werden Ihnen eine höhere Lebensdauer der Verschleißteile zur Verfügung stellen. Auf der linken Seite haben wir die digitale Seite der neuen Stromquelle. Wir haben einen Online-Remote-Service, wir haben E-Diagnose, E-Update onboard, wir haben eine wandlungsfähige, stromstärkentechnisch hoch- und abrüstbare Stromquelle für Ihre wandlungsfähige Fabrik, für Ihre Smart Factory. Im Detail heißt das, dass wir in dieser Maschine einen Prozessor drin haben, mehrere Prozessoren drin haben. Auf einem läuft eine Datenbank und auf dieser Datenbank obendrauf eine Application, welche Daten zur Bedienerunterstützung, zur Visualisierung von Verschleißteilen, von Parametern, von Maintenance-Zuständen, von Schneidhistorien zur Verfügung stellt und natürlich Hinweise für den Bediener zur Fehlerbehebung und zur Verbesserung des Prozesses. Das Ganze ist verfügbar auf verschiedenen Endgeräten. Sie können das natürlich auch auf dem Tablet der Maschine, aber auch über Wireless auf Ihrem persönlichen Tablet oder auf Ihrem persönlichen Handy diese Daten visualisieren und sich anschauen. Und natürlich können Sie diese Maschine auch mit dem Internet verbinden, über Internet an Ihren Router mit Ihrer Einwilligung und mit Ihrer expliziten Bestätigung können wir einen Kontakt aufbauen nach Telwerk in Finsterwalde zu unserem Kundendienst, zu unserem Support, der dann mit Ihnen genau diesen Prozess analysieren kann, ihn optimieren kann, ihn bei der Behebung von Fehlern vor Ort überall auf der Welt ohne Reisekosten unterstützen kann und Ihnen einen noch besseren, einen noch perfekteren Telwerk-Service bietet. Digitalisierung darf, und das ist unsere feste Überzeugung, jedoch nicht heute anfangen, sondern er muss auch an die Bestandsanlagen zurückreichen, die heute schon am Markt sind. Wir wissen, dass bei Ihnen wahrscheinlich schon viele Kehrwerkanlagen hoffentlich stehen. Und auch für diese Kehrwerkanlagen, die heute schon bei Ihnen stehen, haben wir im Rahmen dieser Messe ein Messeszenario aufgebaut, um diese Bestandsanlagen zu digitalisieren. Das heißt, unter Verwendung einer solchen kleinen Box, einer sogenannten Smart Fit Connect Box, greifen wir die Kommunikation unserer Plasmaschneidmaschine ab, können die Daten wieder in eine Datenbank hochladen, haben eine Application oben drauf und können dann natürlich diese Daten genauso visualisieren, zur Diagnose verwenden und natürlich auch zur Maschinenverkettung. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist keine Zukunftsmusik. Hier auf der Messe haben wir schon an verschiedenen Ständen Kehrwerkmaschinen vernetzt, zum Beispiel mit den Maschinen am Stand von Eckert oder bei TK. Und bei TK ist unsere Steuerung heute schon so weit, dass wir den Datensatz sicher erkennen können und entscheiden können, ob Bauchstahl oder Edelstahl geschnitten wird und damit die Klappen der Abluftsteuerung steuern, sodass Sie im Winter entweder Heizkosten sichern im Fall von Baustahl oder aber, ganz wichtig, Ihre Bediener im Falle von Chrom-Nickel-Stählen nicht den Chrom-6-Emissionen ausgesetzt sind.
Unser Ziel ist dabei, dass Kehlwerk die Digitalisierung nicht alleine schafft, sondern im großen Verband, in der Gemeinschaft mit anderen mittelständischen Unternehmen wollen wir ihre Produktion Industrie 4.0 tauglich machen. Unser Beitrag hierzu ist Plasma 4.0. Wir bieten das an für Neu- und Bestandsanlagen und erste Anlagen befinden sich bereits im Aufbau. Und wie wir uns das ganz konkret vorstellen, zeigt Ihnen dieses Video. Wir gehen davon aus, dass wir Ihre Produktion, egal ob Bestandsanlagen oder neue Anlagen, in ein neues Netz zusammenfassen und dabei nicht nur die Kehlwerkanlagen, sondern alle Anlagen, die bei Ihnen stehen. Die Informationen, die dabei zusammengetragen werden, werden von einem Knoten direkt in der Produktion den Bedienern zur Verfügung gestellt, aber auch in die Produktionsleitung übertragen, um dort den Planern, die ihre Produktion jeden Tag vom Computer aus versuchen zu optimieren, die Daten zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, um Verfügbarkeit einzuschätzen, um Energieverbräuche zu monitoren, Maintenance-Aktionen einzuleiten und natürlich damit die Verfügbarkeit und die Produktivität ihrer Produktion ständig erhöhen können. Sehr geehrte Damen und Herren, das machen wir im Verband vom Industry Business Network und für uns ist die klare Message, die Revolution beginnt jetzt, sie beginnt genau auch hier bei Kehlwerk. Ich würde mich total freuen, wenn ich Ihnen das persönlich auch erklären kann bei uns am Stand, gegebenenfalls auch meine Kollegen und ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt ganz einfach zum Stand von Kehlwerk Finsterwalde kommen und wir Ihnen diese Lösung im Detail erläutern dürfen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.